Moin Moin, der Stony hier. So, liebe Messerfreunde, ich bin hier an unserem Grillplatz im Wald, das einzige, wo man hier tatsächlich auch Feuer machen darf. Deswegen habe ich mal mein Hobo angeschmissen und werde mir mal ein Teechen kochen. Ja, schon ordentlich am Feuern. Ja, und ich habe euch ja erzählt, dass ich mir das Ganzo oder beziehungsweise zwei Ganzo bestellt habe, nämlich zweimal die gleichen. Eins ist für meinen Kumpel Sascha. Und das ist das Ganzo Firebird F759M aus 440C Stahl. Und das wollte ich euch mal in die Kamera halten und mal kurz vorstellen. Dann gehen wir mal hier auf den Tisch. So, sind die beiden. Wie gesagt, das ist ein Delica 4 Nachbau. Und wo ich im letzten Video sagte, hier mit dieser Fingermulde, dass sie hier ein bisschen mehr ausgeprägt haben. Das ist eigentlich ganz cool. Gefällt mir jedenfalls besser als bei meinem Endura. Und ja, die Schärfe von dem Zeug. Das ist wie gesagt Auslieferungsschärfe. Die lässt, kann man sich, also die kann sich sehen lassen. Das ist wirklich Rasiermesser scharf. Ja. Wie gesagt, 440C Stahl. Ja, dieser, ich weiß jetzt nicht, ob das auch FRN ist oder irgendein anderer Kunststoff. Hat zumindest die gleiche Struktur. Ist allerdings hier nur in eine Richtung, das kann man hier ganz gut sehen. Bei den Spider-Cos ist das einmal hier oben umgedreht. Das heißt, dass man nicht nach vorne rutschen kann und hier hinten nicht nach hinten. Hier ist es halt nur in einer Richtung, dass man quasi nach hinten nicht abrutschen kann. Ja, okay. Aber wie gesagt, dieses Messer, ich habe für beide Messer zusammen, habe ich 13,82 Euro bezahlt. Mal kurz mein Hobo ein bisschen nachfeuern hier. Ja, 13,82 Euro. Das muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich sag mal, da kann man ja nun wirklich gar nichts verkehrt machen. Deswegen habe ich die auch zweimal bestellt, damit ich dem Sascha eins schenken kann. Ist nämlich auch so ein kleiner Messer-Virus-Infizierter. Hat auch schon ein paar Ganzos und ein Real Steel, nee, zwei Real Steel und ja. Ja, wie gesagt, schönes kleines Messerchen. Ich werde das jetzt die Tage mal als EDC tragen. Und dann werde ich berichten, wie es sich so schlägt. Gestern habe ich schon mal ein bisschen zum Grillen so ein paar Verpackungen aufgemacht und ein bisschen Wurst geschnitten und Fleisch. Und also es hat sich da schon mal ganz gut geschlagen. Aber es sind natürlich auch keine Alltagsaufgaben. Ja, drehe mich nochmal. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und dann hoffe ich mal, dass hier mein Wasser gleich, es dampft schon ein bisschen, heiß wird. Ja, und dann sage ich wie immer, macht's gut, ciao, euer Stony.